Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Willkommen zurück bei Fellner Live und bei mir im Studio jetzt der Verleger Christian W. Mucher. Hallo Christian. Hallo Niki. Immer eine Freude, wenn du bei uns im Studio bist. Warst schon länger nicht mehr da. Es gibt einiges, worüber wir sprechen. Erste Frage gleich einmal. Du bist derzeit Strohwitwer. Deine Frau weilt in Russland, was ja angesichts der aktuellen politischen Situation nicht uninteressant ist. Was erzählt sie dir denn? Wie ist denn die Situation in Russland und wie nimmt man dort diese Krise und dieses Kriegsgeheul oder diese Kriegsangst, wie wir sie in Europa erleben, war? Ja, also letztes ist das wahrscheinlich fast mein letztes gebügeltes Hemd. Als Strohwitwer taug ich nicht besonders, sie fehlt mir schon sehr. Ich habe natürlich Angst. Ekaterina ist jetzt dabei, die österreichische Staatsbürgerschaft zu bekommen, hat von der Republik Österreich eine Zusage bekommen, dass von der Seite Österreichs das akzeptiert wird und danach muss man alles in Russland auflösen. Die Frau ist ja reich, ich habe das nicht gewusst. Die hat jede Menge Eigentumswohnungen in Russland. Großes Vermögen dort, also groß für russische Verhältnisse, wirklich ein großes Vermögen, in österreichischen Verhältnissen auch einiges. Und was ich nicht gewusst habe, Russland ist ein bisschen rückständig. Wenn du zum Beispiel eine Eigentumswohnung als Russin in Russland verkaufen willst, und sie hat jetzt eine ganze Reihe von Eigentumswohnungen verkauft, dann benötigst du Zustimmung des Ehemanns. Habe ich wieder mal Oberwasser gekriegt in der Ehe, habe natürlich diese Zustimmung erteilt. Und jetzt durfte sie die Wohnungen verkaufen. Ein paar kriegt ihre Mama, ein paar hat sie verkauft. Das Geld fließt heute nach Österreich, auf ihr österreichisches Konto, wo sie natürlich alles belegen muss, dass das sauber ist und dass das ihr Eigentum ist. Weil die Ekaterina muss in Russland ihren Inlandspass zurückgeben. Und mit dem Inlandspass kannst du alle Geschäfte, du hast zwei Pässe, den internationalen und den Inlandspass. Und der ist praktisch das Dokument, wo du Bankgeschäfte machen kannst, wo du gemietet bist. Sie ist bereits abgemeldet in St. Petersburg. Sie hat ihren Pass zurück, ihren Inlandspass zurückgegeben, fliegt jetzt zurück nach Österreich und wird am Sonntag hier sein. Und ich habe, nachdem die Amerikaner ja angekündigt haben, am Mittwoch beginnt dieser formalidierte Krieg, furchtbare Angst gehabt. War aber irrsinnig interessant, weil ich mit namhaften Vertretern Russlands gesprochen habe. Ich werde jetzt keinen Namen nennen, weil sich dabei um wirklich liebe Freunde handelt, die mir gesagt haben, beruhig dich, wir werden keinen Krieg anfangen. Das ist eine sehr interessante, aber auch eine sehr verfängliche Formulierung, weil mich erinnert das frappant, nicht, dass ich das jetzt unterstelle, nur wir wollen den historischen Kontext hier behalten. Ich glaube, 1939 hat da irgendjemand gesagt, an der polnischen Grenze wurden Wehrmachtssoldaten beschossen und seit 5.45 Uhr wird zurückgeschossen. Also ich hoffe nicht, dass diese Geschichte sich so entwickelt, dass dann nur zurückgeschossen wird. Aber natürlich ist da eine gewisse immanente Kriegsgefahr vorhanden. In Russland selber ist es völlig ruhig, in St. Petersburg ist es völlig ruhig. Die Menschen sehen das viel gelassener als wir hier in Westeuropa. Ich habe mir auch erzählen lassen von ukrainischen Freunden, das ist auch in der Ukraine, weil wir sind sowohl mit Russen als auch mit Ukrainern befreundet, international. Unsere Nachbarn in Frankreich zum Beispiel ist eine ukrainische Familie, die liebe Freunde von uns sind. Und natürlich kann die Katja mit ihnen Russisch reden. Wo ist denn das Problem? Sind alles Menschen, wir sind Kosmopoliten. Ich verstehe mich mit allen. In der Ukraine wird das auch sehr viel gelassener gesehen. Aber natürlich ist eine gewisse Gefahr da. Und mein Wunsch war natürlich folgender. Erstens, die Staatsmänner machen miteinander die Kriege. Das Volk finanziert das. Dann kommen die Sanktionen. Die Staatsmänner haben kein Problem. Die leben auf ihren Dachas, denen geht's gut. Aber das Volk leidet. Was können die armen Menschen im Iran dafür, dass die wahnsinnigen Mullahs den Atomvertrag nicht unterzeichnen? Aber leiden unter den Sanktionen, das tut das Volk. Und es wird natürlich für die Ekaterina so sein, wenn es hier einen Krieg geben sollte, dass sie als russische Staatsbürgerin keinen Fuß mehr international auf den Boden kriegen wird. Deswegen habe ich gesagt, beschleunigtes Verfahren. Sie soll jetzt die österreichische Staatsbürgerschaft nehmen. Nächste Woche, Donnerstag, ist sie in der russischen Botschaft. Dort geben die alles frei. Dann muss noch die österreichische, die Wiener Polizeidirektion das freigeben und dann hat sie ihren Pass. Und dann können wir uns hoffentlich international frei bewegen. Ich hoffe, dass das Ganze nicht zum Eklat kommt. Man muss aber sagen, noch zu einer generellen kurzen Einschätzung zur russischen Situation, nachdem ich ja direkt dort informiert bin, gibt es drei Anmerkungen von mir. Erstens, nehmen wir zum Beispiel Gorbatschow. Gorbatschow wird im Westen als quasi Heiliger, der da den Russen die Freiheit gegeben hat, gesehen. In Russland ist Gorbatschow überhaupt nicht beliebt, weil Gorbatschow, das ist die Meinung der Russen, und zwar die Meinung der großen Mehrheit der Russen, hat das Land verschenkt, hat das große, mächtige Russland verschenkt.
seinerzeit, als er die Krim zurückgegeben hat und so weiter. Oder nehmen wir zum Beispiel Pussy Riot, ja? die Demonstrantinnen. International stehen die gut da. Die haben in Russland die Kirchen entheiligt, weil sie ihre barbusigen Präsentationen in Kirchen gemacht haben. Das gefällt den Russen überhaupt nicht. Meine Schwiegermutter ist stinksauer auf Pussy Riot und meine Schwiegermutter ist sehr gemäßigt und ein sehr internationaler Akademikerin, sehr gebildet. Also die Situation stellt sich im Westen ganz anders dar als in Russland. Ich glaube, die Russen sehen auch diese Situation ganz, ganz anders. Ja. Zweitens. Und drittens, was ich auch sehr spannend finde, es gibt ja eine Positionierung des Ganzen über RT, also Russia Today. Ja. Denen haben sie jetzt im Februar in Deutschland den Kanal abgedreht. Ich durfte ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit einem der Top-Verantwortlichen von RT führen. Ich habe dazu eine ganz eigene Meinung. Meine Meinung ist, ich halte es falsch, wenn wir einen Staatssender, der als Staatssender deklariert ist, jeder weiß, dass die russische Position vertreten, wenn wir den abdrehen. Wir haben in Österreich auch einen, pardon, quasi Staatssender, den ORF. Vorauf ist ja das bei RT primär Propaganda gemacht. Ja, aber gut, jetzt machen wir beim ORF keine Propaganda. Im ORF arbeiten 75-80% der Redakteure sind sozialdemokratisch oder grün. Es kann mir niemand erzählen, dass die keine Propaganda machen, und zwar in den letzten Jahren. Wird doch dauernd darüber diskutiert. Der Sender ist erlaubt, ist frei und jeder kann sich seine Meinung bilden. Aber ich weiß natürlich als Beobachter, wie die Couleurs der Redakteure und der Verantwortlichen dort sind. Dass der Herr Wolf subkutan seine Meinung transportiert, habe ich schon dutzende Mal in unzähligen Sendungen transportiert, was ich nicht für richtig halte. Weil ich will ja von einem Moderator eine gemäßigte, distanzierte Position haben. Und ich bin der Meinung, RT abzudrehen, ist eigentlich nach meinem Medienverständnis nicht die richtige Entscheidung. Man kann das kommentieren, man kann das in den anderen Medien zeigen, man kann zeigen, was ist dort manipulativ. Aber RT für mich sollte erhalten bleiben. War sehr lustig, weil der internationale Manager, der da bei mir war, ich glaube, die haben ein Budget von 45 Millionen Euro hat dieser Sender. Unvorstellbar, hat mir das sehr stolz erzählt. Ich habe gesagt, also ich habe keine Geldsorgen. Also die sind, das ist eine Staatsholding. Also eine Staatsstiftung, die vom Staat gefördert wird und die hat, ich glaube, die haben über 100 Mitarbeiter, die allein in Berlin, glaube ich, agieren, oder 80 bis 100 Mitarbeiter. Das ist wirklich ein starker Muskel. Und ich habe ihn dann gefragt, na, jetzt haben sie euch ja den, spricht übrigens sehr perfekt Deutsch, der Mann, der da war. Habe ich toll gefunden, fast akzentfrei. Du kommst dann natürlich bei einem zweistündigen Gespräch schon drauf, dass er kein ist Deutscher ja ist, ja, aber natürlich fantastisch geschult und ausgebildet, das merkst du. Ich habe ja auch mir dialektischen Materialismus angeschaut, ich habe meinen Hegel, meinen Feuerbach gelesen. Ich war ja mal, jung, war ja mal Marxist, ich weiß ja, was da passiert. War ein wahnsinnig spannendes Gespräch und ich sage dann zu ihm, die drehen nun jetzt den Sender ab. Und er hat gesagt, nein, sie haben einen Satelliten abgedreht, aber wir haben einen zweiten. Das heißt, die werden natürlich weiter erreichbar sein über online. Die Diskussion wird sehr spannend sein, wie weit kann der Westen hier wirklich eingreifen in diesen Bereich. Ich halte jede Form des Regulativs bei Medien, es sei denn, es sind wirklich die extremen Schwurbler-Medien, wo du nicht mehr erkennen kannst. Also was da jetzt passiert ist, zum Beispiel auf Telegram, habe ich für sehr gut empfunden. Aber ich glaube, ein Staatssender, der sich als solcher deklariert, mit Staatsbudget ausgestattet ist und mir einen anderen Blick, eine andere Position auf Dinge gibt, wenn ich ja noch die anderen Medien auch habe zum Vergleichen. Ich glaube nicht, dass es fair ist und richtig ist, aber den abzudrehen. Christian, das heißt, du siehst das ein bisschen distanzierter, diesen ganzen Ukraine-Russland-Konflikt, weil der die Meinung bei uns weitläufig eigentlich ist, Putin ist der Aggressor hier in diesem Konflikt. Du siehst das nicht ganz so oder sagst zumindest... Nein, natürlich ist jeder Eingriff ist ein Eingriff und ich meine, wir wollen über territoriale Rahmenbedingungen nicht sprechen. Ich habe es vom ukrainischen Staatspräsidenten für einen schweren strategischen Fehler gehalten, in der Pressekonferenz, die er vor einigen Tagen gegeben hat, sehr deutlich herauszuarbeiten, dass sie Mitglied der NATO werden wollen. Also das halte ich für strategisch nicht gescheit, weil es geht ja auch gar nicht. Wurde ja dann sofort von Deutschland zurückgewiesen. Das steht aber dort in der Verfassung. Das heißt, der macht dort schon seinen Job. Ich glaube aber, dass es in so einer Phase immer um eine einzige Sache geht. Denken wir an Khrushchev, denken wir an Kuba, Castro und Kennedy, an die Situation seinerzeit. Das war das berühmte Khrushchev-Treffen auch in Wien, wo der angeblich mit dem, ich weiß nicht, ob es stimmt, Simone Vero, mit dem Schurch auf den Tisch gehauen hat. Das waren wir ja damals ganz, ganz nah vor einem Weltkrieg. Und es wurde doch
in dem sich alle Positionen zurückgenommen haben, in dem die Atomraketen, die dann auf Kuba zutransportiert worden sollten, die Schiffe wieder zurückgegangen sind und das nicht stattgefunden hat. Du kannst in solchen Momenten nur auf Deeskalation hoffen. Und Deeskalation heißt Gespräche, Ruhe, miteinander verhandeln und schauen, aus so einer akuten Situation wieder herauszukommen. Aber ein Aufmarsch der Truppen, U-Boote, die Linien überschreiten, Verlegung von allem, da muss man natürlich auch das cui bono des Westens sehen. Das sieht ja auch keiner. Entschuldige vielmals, der Sohn vom amerikanischen Präsidenten hat höchstes wirtschaftliches Interesse an dieser Pipeline. Ja, wo liest denn das in den europäischen Medien? Viel lese ich darüber nicht. Also, es gab, die Römer waren schon sehr klug und sie haben einen wunderbaren Spruch gehabt und der hat geheißen, Audiator et altera pars, du solltest dir immer auch die andere Seite anhören. Apropos die andere Seite anhören, es gibt ja noch einen zweiten Konflikt, der euch privat beschäftigt derzeit, der derzeit auch in den Wiener Medien relativ präsent ist. Die einen sagen, es ist ganz heiter, du findest das wahrscheinlich weniger heiter und deine Frau. Es geht um den Tweet von Josef Kalinau, PR-Berater, auch immer wieder bei uns im Studio, der deiner Frau etwas unterstellt hat oder etwas geschrieben hat. Und das ärgert euch extrem und da habt ihr jetzt Klage eingebracht. Vielleicht sagst du mal konkret, um was geht's denn? Ja, also der Josef Kalinau ist ja nicht nur PR-Berater und hat eine Agentur, die Unique heißt und die unter anderem als Kunden sehr, sehr viele Frauen hat, unter anderem eine der einflussreichsten Frauen in Wien, die Frau Simmer, mit dem gesamten Müllbereich, den er ja betreut. Also ich weiß nicht, was Frauen dazu sagen würden, wenn sie seine frauenverächtlichen Tweets hier lesen und zur Kenntnis gebracht bekommen. Und jetzt hat es eigentlich jeder gelesen, weil mehr als dass das auf einer Titelseite einer der größten Tageszeitungen Österreichs gewesen ist, kann er sich ja nicht wünschen über seine, naja, Entgleisung, formulieren wir es einmal so. Es gab im letzten Jahr einen Beitrag im ORF, dem wir gerne zugestimmt haben. Wir zögern da immer und überlegen das genau, was wir machen, weil der Neid ist ein Lurder. Und es war ein Bericht über Schlossbesitzer in Österreich. Nun muss man dazu wissen, es gibt rund 10.000 Herrenhäuser und Schlösser in Österreich. Das Bundesdenkmalamt ist völlig pleite und nicht in der Lage, diese Häuser zu erhalten. Und diese Häuser werden durch die Initiative von Familien, sehr, sehr viele Aristokraten, die das geerbt haben und erhalten, Unternehmern, Mäzenen des 21. Jahrhunderts erhalten. Und ich schreibe mir zugute, dass ich einer dieser Mäzene bin, die so ein Haus, nämlich Schloss Strasing in Kärnten, erhalten. Ich habe dort viele Millionen hineingebuttert. Ich hätte das Geld, wenn ich es unprätentiös formulieren darf, auch versaufen, verhuren oder verkoksen können. Das habe ich nicht getan. Ich liebe Historie. Ich habe eine schöne Kunstsammlung. Ich habe dieses Haus komplett renoviert, wiederhergestellt. Und das ist ja bereits aus dem 11. Jahrhundert urkundlich erstmalig erwähnt. Stammt aus dem 8. Jahrhundert, war eine Vorburg der Pfalz, ein wunderschönes Schloss. Und eines der wichtigen Kulturdenkmäler in Kärnten. Ist übrigens auch in der Stadtflagge von Krumpendorf ist mein Schloss drinnen. Das Schloss, das drinnen ist, ist Schloss Strasing. Der ORF ist gekommen, hat dort gedreht, die Sendung ist veröffentlicht worden, war sehr nett, wo genau gezeigt wurde, was diese Menschen sich engagieren, so wie wir, auch mit verschiedenen anderen Familien, und wie sie das hinkriegen. Meine Frau hasst das Schloss, die sagt, um Gottes Himmels Willen, jedes Mal, wenn er Stiftungssitz, gehört unsere Stiftung. Und immer, wenn er Stiftungssitzung ist, sagt der Stiftungsvorstand, wie geht es gut, Schloss Strasing? Und meine Frau sagt immer, das ist kein gut, das ist ein schlecht, weil wir jedes Jahr in die Sparkasse hineinzahlen. Am Ende dieser Sendung kommt ein Tweet vom Herrn Kalina, der schreibt, aktueller Ad am Schauplatz, echte Gruselsendung mit Adelsgesocks und Adelsgesocks. Die Adeligen passen dem Sozialdemokraten und Kanzlersprecher natürlich nicht, das verstehe ich. Und Schlossherr W.C. Mucher, eigentlich heiße ich Christian Mucher als Rufname, aber mein Gott, manche sagen halt Wolfgang Christian. Meine Eltern haben nicht aufgepasst, als sie mir meinen Namen gegeben haben. Der Winston Churchill hat es auch überstanden, aber eigentlich W.C. ist nicht schön, deswegen habe ich mich für Christian entschieden. Samt fast gar nicht aufgespritzter Gattin. Und er kennt meine Frau nicht. Und ich meine, meine Frau ist eine Dame und alle Menschen lieben sie. Und wir haben nicht verstanden, warum passiert das? Aus Jux und Tollerei ist hier ein alter, weißer, bösartiger Mann, der nichts anderes tut, als auf eine Frau draufzuhauen, die er gar nicht kennt, verbal. Er hat auch dann von einem Journalistenkollegen, der ihm geschrieben hat, ich weiß gar nicht, warum du das tust, du magst doch sonst solche Sachen nicht, also schon da Kontra bekommen. Und ich habe dann mit meinem Anwalt gesprochen und die Ekaterina. Und mein Anwalt hat mir gesagt, es ist relativ einfach und es ist eigentlich ein sehr interessantes Thema. Stell dir vor, eine Frau hat einen falschen Busen. Dann ist das
Ihr persönlicher, Ihr höchstpersönlicher Bereich. Es ist vollkommen wurscht, ob Ihr Busen echt oder falsch ist. Man darf nicht darüber berichten, weil das befindet sich im höchstpersönlichen Bereich. Es ist irrelevant. Das geht sogar noch einen Schritt weiter. Selbst wenn eine Frau, ich fabuliere jetzt, in der Vergangenheit im horizontalen Gewerbe gearbeitet hätte, dürfte man das ihr nie vorwerfen, auch wenn sie es getan hat. Weil das ist ihr höchstpersönlicher Bereich. Und auch das Aufgespritzte ist der höchstpersönliche Bereich. Nun habe ich Fotos von der Ekaterina, wo sie 17 ist, in St. Petersburg. Und die hat die Lippen, die schaut so aus. Es gibt Frauen, die haben große Lippen. Ja? Und im Klartext heißt es, die hat sich nie aufspritzen lassen. Aber es wäre auch vollkommen irrelevant. Er darf es nicht sagen. Daraufhin haben wir ihm einen Anwaltsbrief geschrieben, haben ihm geschrieben, er soll 1500 Euro zahlen, soll sich dafür entschuldigen. Und ich habe mir gedacht, der wird das ja begreifen und wird sich entschuldigen. Stattdessen ist was Interessantes gekommen. Es ist eine Gegendarstellung bekommen von ihm. Und die muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, weil die ist ungeheuerlich. In der begründete erstens damit, dass sich die Ekaterina seine, wie sagt er, ironische Kritik gefallen lassen muss. Ja, satirisch. Sekunde. Der Tweet ist klar erkennbar als ironisch bzw. satirische Kritik. Also fast gar nicht aufgespeckt. Ich sehe da keine Ironie, ich sehe da keine Satire, ich sehe da nur Bösartigkeit von einem Mann, der offensichtlich ein Problem mit Frauen hat. Erstens. Zweitens, sie müsse sich's deshalb gefallen lassen, weil sie prominent ist. Das wird mit unzähligen Beilagen belegt. Und drittens, und jetzt bitte wird's wirklich lustig und ich schicke eine Botschaft an alle Frauen, die das hier sehen, diese Sendung. Sekunde. Wenn die Antragstellerin den Tweet als Anspielung auf ihr Aussehen sieht, ist dem entgegenzuhalten, dass die Antragstellerin sich sowohl beruflich als auch privat sehr gerne fotografieren lässt und regelmäßig Fotos von sich selbst veröffentlicht und auch durch Medien veröffentlichen lässt. Das Aussehen ist der Öffentlichkeit bla und bla 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 bla. Ihr Instagram-Account und ihr Facebook-Profil zeigen, dass sich die Antragstellerin auch im Urlaub teilweise auch freizügig in Badekleidung fotografieren lässt und diese Fotos selbst veröffentlicht. Das heißt, der Herr Kalina und sein für mich völlig durch den Wind geratener Anwalt argumentieren, dass die Ekaterina sich sowas gefallen lassen muss, weil sie sich im Badeurlaub im Bikini fotografieren lässt? Ich meine, ich träume, entschuldige, der Bikini wurde 1949 erfunden. Und was erwarten die, dass die auf den Malediven ein Ganzkörperburka tragt oder ein Burkini, das ist der Badeanzug, der alles verhüllt? Sind wir im 21. Jahrhundert oder ist der Herr Kalina im 19. Jahrhundert zurückgeblieben, so wie seine Politikerkollegen, die alle immer wieder derartige Übergriffe über Frauen transportieren? Aber das heißt, du willst das durchziehen. Diesen wir Prozess. Haben das da geklagt. Keine, weil das du vorher ja auch im anderen Konflikt über Deeskalation gesprochen habt. Nein. Könnte man sich ja mal zusammensetzen auf einen Kaffee und das irgendwie ausreden, oder? Erstens einmal mit dem Herrn Kalina gehen. Mit so einem Typen gehe ich nicht Kaffee trinken. Erstens. Zweitens. Ich möchte zitieren die Abgeordnete Helga Honrad, die ehemalige SPÖ-Abgeordnete. Ist ja eine Parteikollegin des Herrn Kalina. Ja? Und sie hat gesagt, die Männer kriegen nicht mit, wenn die Grenze zur Belästigung überschritten wird. Die Resignation und die Scham der Opfer garantiert den Tätern, dass sie damit wegkommen, beziehungsweise Anonymität. So, die Ekaterina hat nach langer Besprechung mit mir gesagt, das passiert ja laufend. In Deutschland gibt es eine Studie, die habe ich mir von meinen Redakteuren rausschicken lassen. Und in dieser Studie, wo habe ich das hier? Ja, das ist wirklich sehr, sehr interessant. Klagen 40% der jungen Politikerinnen, der jüngeren Politikern, dass sie derartige Belästigungen, entweder verbal oder andere, bereits erdulden haben müssen. Und das heißt, sexistische Bemerkungen zum Beispiel über sich ergehen lassen müssen. Und es ist immer dasselbe. Es ist eine gewisse Art des Vorgehens gegenüber Frauen, die völlig respektlos ist. Und ich glaube, das sollte sich doch langsam enden. Das Profil vom 6. Dezember hat 1993 geschrieben, getitelt Der Club der starken Männer, sexuelle Belästigung in der Politik. Wir kennen alle die einschlägigen Fälle in Österreich, Fall Burgstaller oder was weiß ich, Fall Keppelmüller, Schweizer, Grossrock, Franz. Da gab es ja unzählige bis zum Pilz herauf.
Der Pilz übrigens war dann am Schluss geläutet und hat dann auch zum Beispiel am Schluss des Ganzen hier bemerkt, wir Älteren und in meinem Fall gerade noch mächtigen Männer müssen bereit sein, auch etwas dazuzulernen, dass es nicht nur darum geht, wie wir etwas empfinden, sondern wie es die Frauen empfinden. Das heißt, ihr zieht es jetzt vor Gericht? Die Eckart, das ist bereits, Sie haben bereits einen Klagstermin, seid herzlichst eingeladen, dazuzukommen, wird ein schönes Medienereignis sein, das dem Herrn Kalliner bei seinem Job sicherlich nutzen wird. Bin ich überzeugt davon, und zwar qualitativ. Und zweitens, ich glaube, die Ekaterina hat gesagt, ich bin bestürzt, traurig. Jede Frau hat ihr Recht auf ihren eigenen Körper. Und ja, wenn ich mich im Bikini, es gibt kein einziges Nacktfoto, das die Ekaterina jemals veröffentlicht hat. Und wenn ich mich im Bikini fotografieren lasse oder das fotografiere, meistens mache ich die Fotos, dann ist das durchaus meine Angelegenheit. Und ich ziehe das durch für alle Frauen, die Ähnliches erdulden müssen. Und wir werden uns das anschauen. Ich bin sehr gespannt, ob im Jahr 2022 ein Gericht in Österreich jemanden wegkommen lässt, der eine Frau untergriffig auf diese Art und Weise attackiert. Und ich sehe das als massiv untergriffig für meine Frau und ich werde sie dabei unterstützen. Christian, abschließend noch ein ganz anderes Thema, die Impfpflicht. Du warst, und wir haben hier auch Diskussionen geführt im Studio, unter anderem eine sehr hitzige, kann ich mich erinnern, wo du mit Heinz-Christian Strache diskutiert hast. Kann mich auch erinnern. Immer ein Befürworter der Impfpflicht in den letzten Monaten. Du hast die für gut befunden und bist eigentlich sehr stark dafür eingetreten. Jetzt deutet sehr vieles darauf hin und eigentlich gehen alle davon aus, dass die Impfpflicht zumindest einmal bis Herbst ausgesetzt wird, also dass nicht gestraft wird. Und das ist Fakt, glaube ich, dass das derzeit ein zahnloses Gesetz ist. Mhm. Wie siehst denn du mittlerweile die Impfpflicht? Bist du noch immer ein Befürworter und bist du eigentlich dafür, dass das nach wie vor durchgesetzt wird, zur Not auch mit Strafen? Oder hast du deine Meinung da geändert? Also das waren einige Fragen in einer. Arbeiten wir es der Reihe nach ab. Die erste, mein Auftritt bei dir, hat zu 4000 Beschimpfungen geführt, auch zu tausenden positiven Dingen, aber die meisten kommen dann nur über PN, kann jeder nachlesen, braucht er nur gehen auf YouTube, OE24 eingeben, Christian Mucher und Strache, und dann kannst du 4000 Beschimpfungen lesen über mich. Zu einer ganzen Reihe von Morddrohungen und gefährlichen Attacken. Ich war vorgestern bei der Polizei und habe endlich die entsprechende Anzeige, dass die Staatsanwaltschaft hier aktiv werden kann, eingegeben. Da können die Leute damit rechnen, dass sie Vorstrafen bekommen, beziehungsweise empfindliche Geldstrafen bekommen. Die Leute haben Drohungen, und zwar wirklich ganz konkrete, massive Bedrohungen, wo auch zum Beispiel um den Ort meines Arbeitsplatzes und dass man mich dort treffen würde, also ich will das jetzt hier gar nicht ausführen, gemacht, und zwar mit Namensnennung, mit Gesicht. Also viel Spaß, die werden jetzt ausgeforscht, die Staatsanwaltschaft nimmt das sehr, sehr ernst, wurde mir mitgeteilt. Das war einmal das Erste. Ich habe sehr outspoken, du sagst immer outspoken, bin ich, meine Meinung dazu getan und habe gesagt, kundgetan und gesagt, ich bin für die generelle mandatory, also wie sagt man? Verpflichtende. Ich war jetzt so lange auf die Malediven, wir haben immer mit Olli geredet und gesagt, this should be mandatory also in your country. Für die verpflichtende Impfpflicht eingetreten, für die verpflichtende Impfung eingetreten, weil das ist ja keine Impfpflicht, das ist ja eigentlich ein Impfzwang, muss man auch einmal ernsthaft sagen. Und ich muss auch dazu sagen, wir halten den österreichischen Rekord. Das heißt, meine Frau, meine Schwiegermutter und ich haben gemeinsam 13 Impfungen. Mhm. Wenn du jetzt sagst, wie geht das, erkläre ich. Nein, ist ganz einfach. Wir durften mit dem ORF geimpft werden, weil der ORF hatte die Erlaubnis, dass er Verlage, befreundete Verlage, und wir sind mit dem ORF gut, auch wenn ich halt etwas Kritisches über den gesagt habe, impfen darf. Erste Impfung war also irgendwann einmal im März. Zweite Impfung dann die 3 Wochen oder 4 Wochen später, haben Ekaterina und ich gekriegt. Zweite dann im August. Dritte im August, entschuldige, und die vierte im Jänner. Also wir haben 4 Impfungen, Ekaterina und ich. Ich habe noch auf dem Boost eine vierte im Jänner draufgesetzt, weil das Omikron ist mal ein bisschen. Du bist vierfach geimpft. Ich bin vierfach geimpft, meine Frau auch. Mach 8. Ja. Meine Schwiegermutter hat bekommen, als Korrespondentin von unserem Verlag, bitte nicht weiter erzählen, eine erste Impfung im August, die zweite dann 3 Wochen später und die dritte im Jänner. Die hat also 3 Pfizer. 8 und 3 ist 11. Aber meine Schwiegermutter hat noch 2 Sputnik. Sind 13, weil sie kann sich nur mit den Sputnik in Russland bewegen. Und die Ekaterina zum Beispiel, jetzt darf in kein einziges Restaurant, weil die hat 4 Pfizer, aber kein Sputnik, und die lassen es nicht ins Restaurant. Die isst es aus dem Blechbüchsel und ist schon verhungert. Hase, du wirst das heute Abend anschauen. Ich mache dir ein Shabu-Shabu, wenn du nach Hause kommst. Am Sonntag ist sie wieder da. Aber zu meiner Meinung, Sache Nummer 2. Der deutsche Bundespräsident hat einmal einen wunderbaren Satz gesagt und den finde ich fantastisch. Er hat an einem Abend ein Statement gemacht und am nächsten Tag in der Früh
hat einem Journalisten um 180 Grad das Gegenteil gesagt. Der Journalist hat in seine Unterlagen geschaut und gesagt, Herr Bundespräsident, ich glaube, es war der Schelbe mit dir. Herr Bundespräsident, Sie haben mir gestern das genaue Gegenteil gesagt. Der Satz ist fantastisch. Er hat gesagt, niemand kann mich daran hindern, über Nacht klüger zu werden. Ich habe über die aktuelle Situation sehr lange nachgedacht. Das ist ja jetzt eine andere Situation, als wir im Herbst gehabt haben, als ich dafür sehr intensiv eingetreten bin. Denn es hat sich ein ganz, ganz entscheidender Parameter geändert. Und der Parameter ist, wir haben immer geglaubt, dass die Impfung vor Ansteckung schützt. Das tut es nicht. Du kannst heute dreimal, viermal geimpft sein und kannst Omikron kriegen. Mein gesamter Verlag hat es fast bekommen. Und die sind alle dreimal geimpft, mit mir gemeinsam, aber mit einem leichten Verlauf, mit der Möglichkeit, nicht ins Spital zu kommen, nicht auf die Intensivstation. Die haben es alle überstanden in ein paar Tagen. Ja. Ja. Das ist eine andere Situation. Damit fällt auch ein gewichtiges Argument weg. Und ich finde, dass man jetzt umdenken muss. Ich bin nach wie vor dafür, dass wir massiv die Impfung propagieren, dass die Leute die Impfung betreiben, aber dies ohne Zwangsmaßnahmen, erstens. Zweitens, ich habe mit einem maßgeblichen Marketingverantwortlichen von Gecko gesprochen, der mir gesagt hat, es wird ja jetzt die gesamte Strategie überlegt, es gibt jetzt eine neue Agentur. Also als der Kurz verschwunden ist, ist ja auch seine Agentur Jung von Matt heimlich still und leise mit ihm verschwunden. Das hat jetzt die BBDO. Die BBDO macht jetzt ein komplett neues Konzept mit der Gecko gemeinsam. Und dieses neue Konzept wird sich wohl auch auf diese neuen Rahmenbedingungen einstellen müssen. Und die neuen Rahmenbedingungen sind so, dass ich glaube, dass wir uns jetzt darauf einstellen müssen, dass es keine Impfpflicht mehr geben soll, dass aber die Impfung nach wie vor propagiert werden soll. Und ich glaube, dass der Impfzwang überholt ist. Und ich glaube, wir sollten dieses Gesetz aussetzen. Ich glaube auch, dass Strafen zu nichts führen, weil es gibt ja noch einen zweiten Aspekt, und dann ist mein Sermon schon am Ende, der aber auch sehr interessant ist. Studien, die ihr auch gebracht habt, das glaube ich, habe ich auch bei dir gelesen, haben ja eindeutig ergeben, dass diese, sind es noch 20%, bitte korrigier mich, die nicht wollen, die sich nicht impfen lassen wollen, sich keinen Deut scheißen um die Impfpflicht. Das heißt, was wollen wir denn jetzt? Wollen wir die bestrafen dafür, dass sie sich nicht impfen lassen und das sowieso nicht tun werden? Die meisten werden, wo diese Welle über uns drüber rollt, doch sowieso genesen sein. Und damit hast du denselben Effekt, geimpft oder genesen, kriegen wir es alle. Bin völlig überzeugt davon. Also es gibt einen wunderbaren Film, den empfehle ich noch zum Abschied, den ORF24-Sehen, den sollen Sie sich anschauen, weil der gibt Ihnen eine Erleichterung bei Omikron und bei dem ganzen Scheiß, den wir jetzt 2 Jahre ertragen müssen. Der heißt Der Omega-Mann mit Charlton Heston, wo ein Typ als letzter mit dem Cadillac durch die Straßen fährt, die völlig menschenleer sind und es gibt nur mehr ein paar Zombies und ich verrate jetzt keine Point, aber es geht eigentlich darum, noch eine Person zu finden, die sauberes Blut hat und mit diesem Blut wird die Welt gerettet. Es ist ein wunderbarer Schinken, wenn du es dann anschaust, wird diese ganze Corona-Geschichte klein. Schaut euch den an, liebe Leute da draußen, der Omega-Man mit Charlton Heston und so habe ich es überstanden mental. Du, und ganz zum Schluss noch, jetzt haben wir ja wirklich dieses Licht am Ende des Tunnels. Am 5. März werden alle Regeln, alle Corona-Regeln, bis auf Masken in ein paar ausgewählten Bereichen, beendet. Der sogenannte Freedom Day, wenngleich die Regierung jetzt nicht Freedom Day nennen will. Wie siehst du das? Findest du das gut und sagst du, es ist richtig, dass man jetzt einmal sagt, Schluss damit, Schluss mit allen Maßnahmen, so wie es andere Länder auch machen? Oder ist das zu riskant angesichts der Omikron-Situation? It might be the Infections Day. Klarerweise, ja. Und ich meine, natürlich, schau, wenn ich sehe, zum Beispiel, ich habe mir gestern dieses Salzburg-Match angeschaut, sensationell, wie die Salzburger da gespielt haben, Bayern München 1-1, bitte. Ja, hallo, da bin vergnüglich vor dem Fernseher gesessen, aber dann habe ich mir angeschaut, die Tribüne, und haben mir gesagt, hallo, da wie viele Fälle werden da eigentlich rausgehen und wie ist die Prozentzahl derer, weil auch bei Omikron sterben noch welche, die diesen Besuch im Stadion mit dem Leben womöglich bezahlen müssen, weil sie ungeimpft in ein Stadion gegangen sind. Ich kann jetzt nur sagen, wie ich es für mich halte. Ich habe diese Maske, ich bin hier reingekommen, ich habe sie erst abgehoben, als ich bei dir hier sitze. Ich passe auf, ich schränke meine sozialen Kontakte nach wie vor ein, weil ich möchte ja nicht zu Schaden kommen und vor allem, ich möchte nicht, dass andere zu Schaden kommen, weil ich sorglos bin. Und ich glaube, das totale Maß der Sorglosigkeit, wenn ich mich nicht hier ist ganz Österreich noch immer rot, ne? In der Ampel, ja. In der Ampel. Also auf der anderen Seite, schau, wie lange können wir die gesamte Wirtschaft zusperren, wie lange können wir das gesamte Land zusperren?
Mein Sukkus ist, es wird sich irgendwo mit diesen grippeähnlichen Symptomen, hoffe ich, irgendwo jetzt auslaufen. Es wird ein ziemlicher Overflow kommen, wo es am Schluss jeder hat. Jetzt soll sich jeder einmal überlegen, wann habe ich schon mal eine Grippe gehabt oder eine Infektion. Das meiste ist ja keine Grippe, was die Menschen haben, sondern ist irgendein ein Infekt. Klarerweise, den hat jeder von uns alle paar Jahre. Und darauf werden wir uns halt einstellen müssen. Die Frage ist nur, was kommen für weitere Mutationen? Und wie geht es dann weiter und was passiert im nächsten Herbst? Und es wäre mir doch sehr, sehr unangenehm, wenn wir ein drittes Mal in dieselbe Falle tappen, die beiden vergangenen Fälle aufgrund gewisser Dumpfbacken in der Politik und gewisser Dumpfbacken in der Gesellschaft uns eingebrockt haben. Und erlaubt mir noch eine letzte Bemerkung. Was hat sich geändert gegenüber früher? Ich habe immer geahnt, und das soll jetzt nicht arrogant sein, aber es ist halt so, es ist ja in jeder Firma so und in jedem Unternehmen und in jedem Staat. Es gibt eine gewisse Anzahl von Leuten, die sind halt ein bisschen gesteuert. Das wissen wir. Ich habe die immer geschätzt auf 20% und es zählt halt jeder andere dazu. Vielleicht die Impfgegner zählen dazu. Jeden, der sich impfen lässt, kann sein. Dann haben sie halt 80% der Österreicher, die sie für Idioten halten. Ich halte diese Impfschwurbler-Partie wirklich für nicht besonders intelligent, aber wie auch immer. Gegenüber früher hat sich eines geändert. Du hast es früher geahnt, wie hoch die Zahl ist, aber du hast es nicht genau gewusst. Heute weißt du es bei jedem. Jeder trägt dieses Schild, wir leben, wir sind unterdrückt, unsere freie Meinung ist weg, zurück ins Jahr 1938, was ja krank ist, weil die rennen auf der Straße herum, bitte, und können ihre Meinung kundtun. Das Problem ist, dass wir heute das diesen Leuten ansehen und dass sie es wissen. Und das ganz Schlimme ist, dass bei all denen, wo ich mir immer gedacht habe, eigentlich ist das ein bisschen ein Schwurbler-Typ, das ist aber nie genau gewusst. Heute ist er deklarierter Impfgegner und bezieht sich auf irgendwelche Fake-Informationen aus dem Internet und deklariert sich. Und du siehst es jetzt. Und das ist doch die Kluft in unserer Gesellschaft, dass das aufgebrochen ist und wir plötzlich ganz genau sehen, wer ist die eine Seite, wer ist die andere. Mir war es irgendwie lieber, es nicht genau zu wissen in der Vergangenheit. Christian, vielen Dank. Haben wir, glaube ich, ein breites Spektrum abgedeckt an Themen, aber war wie immer sehr interessant und hast, glaube ich, wieder einiges auch wahrscheinlich auf Social Media ausgelöst. Mit Gott, das erfreut sich schon wieder. Aber also, da reden wir dann 4000 Kommentare. Reden wir dann das nächste Mal drüber. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es gleich weiter und es wird nicht minder interessant. Es wird gleich eine spannende Diskussion, ein spannendes Duell geben und zwar zwischen FPÖ und Grünen. Und zwar sind gleich zwei Wiener Gemeinderäte hier zu Gast. Der eine ist Maximilian Kraus, er ist Clubobmann der FPÖ in Wien und der andere, das ist Hans Arsenovic, Wiener Grünen Gemeinderat, Vertreter der Grünen in der Wirtschaftskammer und sehr heftig gestern mit seiner Kritik gewesen gegen den grünen Gesundheitsminister. Dem ist das nämlich gar nicht recht, wie da jetzt gelockert wird. Aber dazu gleich mehr im Duell Maxi Kraus gegen Hans Arsenovic. Nach einer ganz kurzen Werbepause geht's weiter.